Wir schreiben das Jahr 1861, London, England. Hier veröffentlichte Mrs. Beaton ein Buch, welches auf den Titel The Book of Household Management hört. In diesem Buch stellte sie Rezepte vor, die sehr, sehr günstig waren und auch schnell zuzubereiten waren. Was das für Rezepte waren? Nun ja, davon dürft ihr euch selber überzeugen. Ich habe mir eines herausgesucht, welche ich im Internet gefunden habe, auch durch ein YouTube-Video, und ich wollte es ausprobieren. Viel Spaß damit! Alles, was man für dieses Rezept gebraucht hat, war ein Messer, Butter bzw. ich nehme Margarine, 3 Scheiben Toastbrot und einen Toaster. Zunächst einmal 2 Scheiben lasst ihr so ungetoastet. Eine Scheibe toastet ihr und dann sehen wir uns gleich wieder. Während ihr eure Toastscheibe jetzt also toastet, bestreicht ihr eure 2 Toastscheiben mit Margarine. Und zwar ordentlich, nicht dass es trocken wird. Das schaut dann ungefähr so aus. Also von der Menge her, ihr könnt sie erkennen, ordentlich Margarine drauf. Bei Butter schmeckt es zwar besser, aber wer ein bisschen aufs Fett achten will, nimmt Margarine. Und jetzt warten wir noch kurz auf den Toast. Und ich hoffe, er verbrennt nicht. Und dann haben wir eigentlich die größte Arbeit schon hinter uns. Ja, fertig ist unser Toast. Gut, machen wir weiter im Text. Nun nehmt ihr eine Scheibe Toast, legt eure andere Scheibe Toast drauf und eure dritte Scheibe Toast drauf. Und das ist jetzt eigentlich euer fertiges Essen. Schaut ein bisschen komisch aus, aber wir gucken mal, wie es in der Mitte ist. Ja, es hat ein bisschen was von einem Schnitzelbrötchen zugegeben, aber es ist trocken. Also, ihr habt die Menge an Margarine gesehen, die ich draufgetan habe. Es reicht nicht. Ganz ehrlich, es reicht nicht. Ich gebe jetzt noch ein bisschen was dazu. Theoretisch kann ich dann eigentlich auch gleich Butter nehmen, aber ich will es ja testen. Besser. Also ohne getoastetes Brot würde es grausam schmecken. Mit getoastetem Brot geht das sogar. Jetzt fragt ihr euch, warum haben die Engländer damals Brot in Brot gegessen? Naja, ich müsste mir die Artikel nochmal durchlesen, aber Fakten waren, kein Geld, kaum Zutaten und die Leute mussten satt werden. Sie mussten auf dem Feld arbeiten, Häuser richten und, und. Und Brot hat durchaus, beziehungsweise Weißbrot, Kalorien. Man sagt, oder beziehungsweise laut diesem Bericht, hat eine Scheibe 230 Kalorien. Aber mir fällt gerade noch was ein, mit was wir es ein bisschen besser machen können. Ihr braucht noch ein bisschen Salz. Und dann geben wir ein bisschen Salz drauf. Meine Oma hat Salzbrot früher geliebt. Oder Butter mit Salz. Also testen wir es. Großmütter können sich nicht irren. So, unser Fake-Schnitzelbrötchen. Wesentlich besser. Aber Salz entzieht ja halt die Flüssigkeit. Also man kann es durchaus essen. Es geht sogar erstaunlicherweise recht gut. Ich persönlich finde es mit Salz besser. Das funktioniert aber echt nur, wenn der Toast innen drin noch warm ist. Ihr habt nun tatsächlich gesehen, dass man aus Brot und Margarine bzw. Butter
einen Snack bzw. eine Mahlzeit herstellen kann, die sogar recht leicht runtergeht. Also ich habe schon wesentlich Schlimmeres in meinem Leben gegessen. Für so eine Zugfahrt oder Autofahrt, ohne groß viel Dreck zu machen, geht das durchaus, sogar im Jahr 2020. Und es ist wirklich nicht teuer. Ja, es ist nicht unbedingt immer alles schlecht, was es früher mal gab an Essen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Servus!